fand gerade die Wortwahl von Thomas Müller übrigens gut auf dem Post. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber wenn er sagt, so im Nachhinein, finde ich das auch nicht gut. Das Klinken, was meine Frau da gemacht hat, heißt das vielleicht vorher, oh, wir haben mal drüber gesprochen zu Hause und mach mal ruhig. Und jetzt so im Nachhinein. Das ist ein Stimmungsbericht im Prinzip. Nee, aber so im Nachhinein, ich meine, er könnte auch sagen, oh, das fand ich jetzt nicht gut, was er gemacht hat. Aber es klingt so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob vielleicht haben Sie morgens am Frühstückstisch mal gesprochen, wenn das wieder nicht ist oder sonst irgendwas. Mensch, ja, vielleicht mache ich mal ein. Bin ich sehr bei dir. Meine Frau käme nicht auf die Idee, wenn mir nicht vorher die Dinge in eine bestimmte Richtung diskutiert hätten zu Hause. Dann stelle ich mir auch nur die Situation vor. Sie sitzt auf der Tribüne mit den anderen Spielerfrauen und sagt, jetzt hau ich mal einen raus. Und die drumherum sitzen ja auch, mach ruhig mal. Kann auch sein. Also ich glaube, man muss vielleicht Lisa Müller, die kriegt jetzt viel ab, in ein paar Sachen in Schutz nehmen. Erstens, sie bespielt ihren Instagram-Kanal mit 230.000 Followern ja selbst. Also in der Regel macht er das bei Leuten, die eine große Anhängerschaft haben, die einigermaßen prominent sind, eine Agentur. Sie macht ihre Sachen selber, dadurch ist es authentisch, finde ich schon mal gut. Ich würde sie auch nicht allein auf die klassische Rolle der Spielerfrau reduzieren. Sie ist ja selbst Leistungssportlerin, Dressurreiterin, kann man vielleicht sagen, ist der Gaul mit ihr ein bisschen durchgegangen. In dem Fall. Ui, ja, kostet es was? Nein. Und ich fand jetzt auch, wie es Ruth schon sagte, die Reaktion von Thomas Müller fand ich okay. Er ist ja da höchst verlegen in der Sache, weil natürlich jeder schlussfolgern kann, was der zu Hause gesagt hat, dass er mit dem Trainer und mit dessen Einstellung ja, vielleicht nicht zufrieden ist. Wenn du immer auf der Bank sitzt oder nicht. Thomas, ganz kurz, warte mal, ich muss schnell was posten. Ich stehe Bayern München nicht zur Verfügung. Bei allem Respekt, selbstverständlich wird zu Hause darüber gesprochen, ja, wie es auf der Arbeit läuft oder wie momentan die Beziehung zum Trainer oder Mitspielern ist. Aber so eine Aktion ist definitiv respektlos, weil dort ist jemand, der sich, glaube ich, Tag und Nacht für den Verein zerreißt und versucht, das Beste daraus zu machen. Er ist neu in so einem großen Verein. Klar, er war zwar Spieler dort, aber das gehört sich einfach nicht. Dadurch schadet man nicht nur dem Trainer, der Mannschaft, sondern dem ganzen Verein. Da bringt man einfach nur noch mehr Unruhe rein. Und das geht einfach nicht. Das ist eine Unbeherrschtheit für Sekunden. Ja. Nur es ist halt mal in der Welt und da müssen alle Seiten sie irgendwie moderieren. Und ich denke, dass es da halt relativ schnell eine Aussprache geben wird. Und die Problematik, die der FC Bayern sich stellen muss, ja eigentlich eine größere ist. Alle Scherze haben ihre Zeit. Es ist der falsche Scherz zum falschen Zeitpunkt.